Sergei Rachmaninows Vokalise aus den Opus 34, den 14 Liedern oder 14 Romanzen, ist eine der berühmtesten, bekanntesten Vokalkompositionen von Rachmaninow. Wir kennen Rachmaninow heute vor allem als Klavier-, Pianokomponisten und Virtuosen, der aber auch viel für Stimme komponiert hat. Im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert liebte man diese Vokalisen, diese Lieder ohne Worte für Stimme und Klavier geschrieben. Zu singen, eigentlich von einem Sopran, Tenor für hohe Stimme, auf eine einzige Melodie ohne Worte. Man muss vokalieren, man muss einen eigenen Vokal finden. Sehr schnell wurde dieses Werk bearbeitet für die unterschiedlichsten Soloinstrumente. Sie erleben es jetzt, die Vokalise von Sergei Rachmaninow für Violine und Klavier bearbeitet, mit unserem Stimmführer der zweiten Violine, Iki Opitz, und Maxime Perrin am Klavier.